Hallo und herzlich willkommen bei Wirsch. Tschüss, einer neuen Folge. Q80 ist ja komplett falsch. Passiert. Bei Gears of War 4. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir wollen hier einen Funkruf absetzen, also dranbleiben. Wartet hier. Hey Dad, Moment. Sag ihm, wir werden mehr als nur ein paar Lancer brauchen und diese Bots werden mehr Schaden als nützen. Keine Sorge. Er wird sich schon was einfallen lassen. Das macht er immer. Okay, da kommen sie. Sie umzingeln uns. Verdammte Scheiße, hast du mich erschreckt? Oh. Entschuldige. Verstärkung ist unterwegs. Wie lange wird er brauchen? Zu lang. Wir werden das hier brauchen. Dad, was ist? Wo treffen wir uns mit ihm? Ist nicht weit, aber wir haben noch Zeit, uns Schwarm totzuschlagen. Und das machen wir auch. So, jetzt müssen wir uns hier nur gut verteidigen. Das klingt so, als würden sie jeden Moment angreifen. Deshalb verschanzen wir uns hier. So, Ding dahin. Kann man uns noch einen leisten? Jo, perfekt. Mal ruhig mal hier so hin. Und mehr haben wir nicht, ne? Ne, alle. Okay, und wir nehmen uns selber hier das Geschütz davor. Fängt ja schon mal gut an. Ja, war ausgezeichnet. Sie sind durchgebrochen. Pass auf, hier oben. Das schafft ihr bestimmt. Alle müssen es mal anditschen. An den komme ich kaum ran. Scheiße, Springer! So, ihr hässlichen Mistviecher! Kommt doch her! So, einer ist tot. Zweiter ist tot. Kommt, den überlasse ich euch. Das war ganz sicher nicht der letzte. Dort, was das Zeug. Okay, ich bin dran. Vor mehr kommen. Die brauchen wir auf jeden Fall. Zur Sicherheit. Den gleichen hier auch nochmal hin. Woanders hin. Der passt hier gut. Ihr müsst mal alle aus dem Weg. Schön. So. Wollen wir uns noch was leisten? Das wäre, glaube ich, zwar nicht, aber mal gucken. Ne, das war's. Oh!
und Proteinen. Wir können die nicht ewig aufhalten. Keiner darf erledigen. Wo jetzt? Da. Am besten schön Osten. Komm, ich bin ja dran. Der Bär ist weg. Hey! Scheiße, da ist irgendwo an der Armorschütze. Danke! Den haben wir. Oh shit. Da sind Häscher, Leute. Und gleich zwei, wie es aussieht. Kein Geschütz. Komm, helft mir, schnell. Wo seid ihr alle? Ich brauche hier Hilfe. Na. Ich hoffe, jetzt kommen sie ja wenigstens an hier. Lange. Ja, erstmal brauche ich Muni. Leider habe ich jetzt für die Große nichts mehr. Und hier ist auch alles finito, ey. Kommt alles kaputt. Aber die waren hier gut, glaube ich. Aber wenn die jetzt schon kommen, will ich gar nicht wissen, was jetzt als letztes kommt. Nee, mehr ist nicht drin. Schwarm von rechts! Science! Wie lange noch bis er hier ist? Halt. Wir müssen nur noch ein bisschen durch. Okay, der ist weg. Passt auf, da kommt ein Zeil. Denk nicht mal dran. Da ist er. So, komm. Passt weiter auf, das war's noch nicht. Oh shit, ja, da geht's los.
Sie jetzt halt über schweres Geschütz auf. Da sind Träger. Ja, das ist überhitzt. Ein nach dem anderen. Komm, noch einmal. Ich denke mal, dann reicht das. Jawohl. Wo zur Hölle bleibt ihr? Der wird kommen. Komm, ich komme nicht ran. Ja, komm hoch. Jawohl, komm. Komm schon, bescheuerte Scheiße. Ach, das geschützt erstmal gleich. Okay. Jawohl! Die Gurin, Alter. Ha! Und jetzt? Ja, das ist sein Zeichen. Los zum Treffpunkt. Lass mal Muni suchen. Ah, das Grüne, okay. Hab sie. Raus hier und runter. Aber gut verteidigt. Auch nur eine Halle, kommen wir da rein. Auch cool, ist aber leider nichts drin. So, deswegen direkt weiter. Und dann eine Tafel. Hey, kaum zu glauben. Die Luft ist rein. Nein, 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 nein. Hör auf, das zu sagen. Echt jetzt? Was zu sagen? Alles sauber. Mann, damit beschwörst du nur Unglück herauf. Willst du mich verarschen? Doch, tu ich. Wann war denn bei uns einmal alles sauber? Normalerweise würde ich sagen, dass Unglück nichts mit echten Wahrscheinlichkeiten zu tun hat. Aber hier muss ich ihm recht geben. Sag's nicht nochmal. Ach, das ist doch lächerlich. Schaut euch um. Die Gegend ist sauber. Marcus, komm schon, Mann. Ja, Dad weiß nicht, die haben mich irgendwie überzeugt. Ich sag euch was. Wenn ich uns wirklich Pech bringe, werde ich mich persönlich darum kümmern. Jetzt weiter zum verdammten Treffpunkt. Ach, guck mal hier. Sehr schön. Boah, viele schon ab eigentlich, ne? Und trotzdem noch nicht alle. Es waren früher immer nur so ein paar. Da ist er. Er hat gesagt, wir treffen uns an der Kreuzung da vorne. Da kommt etwas Großes auf uns zu. Hey Marcus, du bringst uns nur Pech. Gute Arbeit. Eigentlich habe ich das nicht. Okay. Wenn Marcus Phoenix Hilfe anfordert, wird's echt hochkarätig. Nein, wie geil. Was? Du rufst nicht an, du schreibst nicht. Hey, komm zu yeah, der Cool Train. Woo! Ist zu lang her, Cole. Ja, 10 Jahre zu lang. Du kennst doch noch James. Klar, hab ihn aber kleiner in Erinnerung. Neben dir wirkt jeder kleine Onkel Cole. Coltrane hat's, glaube ich, im dritten Cole, richtig gerissen. Der hat ja noch sein Judgment bekommen. Spielzeug geschenkt? Oh, von deinem Spielzeug habe ich echt die Schnauze voll. Danke. Sein Spielzeug? Kate, Dell, das ist Damon Baird, CEO von DB Industries, deren Bots die letzten 20 Stunden versucht haben, uns zu töten. Hey, mal halblang. Dieses ganze Killer-DB-Ding? Jin war das, nicht ich. Naja, stehen noch deine Initialen drauf. Kommt dir irgendwas davon vertraut vor? Du nimmst Reis aus vor der Chor. So vor ungefähr 6 Monaten. Und komischerweise verhaftet dich niemand.
Oder wie wär's damit? Vor kurzem steckst du in Siedlung 5 fest. Und dann taucht wie aus dem Nichts ein Bot-Transporter auf, landet und nimmt dich mit. Oh, ernsthaft, Dad? Dieses Arschloch hat für dich auf mich aufgepasst? Ich glaube, das Wort, nach dem du suchst, heißt Danke. Einfach mal nehmen. Na, kommst du klar mit dem Baby? Wenn du wüsstest, was heute los war, würdest du nicht fragen. JD nimmt Jack Jr. und einer von euch nimmt Second Patty. Second Patty ist auch ein cooler. Sie sind wieder da. In Fleisch und Blut. Ich hab sie vermisst. Auf so eine ganz komische Art. Ich weiß, was du meinst. Und da kommt unser Taxi. Ich bin hier, Schätzchen. Alle startklar? Sag mir, dass das die Idee deiner Frau war. Also Sam und ich sind nicht verheiratet. Besondere Freundin, bitte. Sie bestand darauf, mitzukommen. Auch cool. Hey, Kinder. Hört ihr mich da oben? Ja, ich höre dich. Komm zum Damm. Ach, und Onkel Bert. Versuch mitzuhalten. Sehr, sehr schick. Sehr, 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 sehr schick. Musste raus. So, wir machen hier ein kleines Päuschen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, ruhig runter in die Kommentare damit. Alle zurück. Richtig geil. Ich freue mich schon auf die nächste Folge. Ich hoffe, ihr euch auch. Bis dahin.